Gott zum Gruße, ihr Menschen aus dem Internet. Heute eine Brettspielrunde außerhalb vom Tabletop Simulator. Und zwar spielen wir Carcassonne, wo man lustige Sachen auf den Tisch legt und hofft, dass man dadurch Punkte sammelt. Glaube ich, so geht das. Ja, mit dem Bacon und mit dem Shadow zusammen. Hallo. Moin. Ja, wer die Regeln nicht weiß, der kann einfach in meine Playlist schauen. Wir haben schon mal Carcassonne gespielt, da wird es erklärt. Na gut, dann mache ich das mal eben. Und ich glaube, dass ich nicht dran bin, obwohl da so ein... oder ich habe keine Ahnung. Ja, doch, vielleicht, warte mal, muss ich mal schauen. Muss also, ich hier drauf... Also ich bin bei so... Bei mir ist so ein bist du nicht dieser weißhaarige Mann? Ja, ja, bin ich. So... Dahin, nein, nicht drehen, sondern machen wir mal so und dann stellen wir da einen Miepel hin. Oh, der fängt hier direkt mit der Abtei an. Wird der Bacon wieder gewinnen. Ja, links in der Übersicht, der Typ ohne der Avatar, das ist der Fjalk, der... Wie mache ich das? Wie setze ich meine Person? Muss ich die jetzt setzen, bevor ich die Karte lege? Oder nee, kann erst, ich sie noch erst wenn die Karte abgelegt ist, dann wirst du gefragt, wo willst du das Männchen mit allen möglichen Optionen. Ja. Danke. Ja, keine Ahnung. Ich mache ja Dinge. Und dann. Nee. Ja, doch. Ja. Du wirst ja. Nee, nicht unbedingt. Na, ich sag mal nichts. Ich bin auch da. Ja, wie man auch in der verbleibenden Zeit sehen wird, dieses Video wird eine Länge von 2 Wochen und 23 Stunden und 59 Minuten haben. Mal 3. Genau. Hat ja jeder von uns die Zeit. Ja, okay, cool. Und ich nutze das vollkommen aus. Also ich gehe jetzt gleich erstmal Wäsche waschen. Ja, irgendwann zwischendurch können wir dann auch frohe Weihnachten wünschen. Ja, dann würde ich doch mal sagen, auch wenn das dem Bacon einen Punkt gibt, ist das trotzdem für mich, glaube ich, vorteilhaft. Dann kann ich da aber, die gesamte Wiese ist erstmal vergeben. Das ist dann natürlich ein bisschen doof. Kann man das anders? Nee, warte mal. Wenn ich das so mache, dann könnte ich eventuell noch drauf kommen. Machen wir es so. Schlimm immer dieses Rumtaktieren. Kurze Frage, habt ihr gesehen, ihr habt nicht gesehen, wo ich sie vorher schon mal mir testweise angeschaut hatte, ne? Jetzt sehe ich erst, wenn ich sie ablege. Okay. Ja, wir haben sie erst gesehen, als du sie da über Steffens Karte gelegt hast. Mhm. Der UPS-Mann, der heute bei mir geklingelt hat, der meinte, Mensch, Sie waren aber schnell und sehen aber glücklich aus. Und dann meinte ich auch nur, ja, ich weiß ja auch, was im Paket drin ist. Was hast du denn bekommen? Dein Dildo? Nein, ich habe heute meinen Flugjoystick, Schubregler und Fußteil bekommen. Ah. Damit ich jetzt der größte virtuelle Pilot aller Zeiten werden kann. Ja, damit wäre ich auch glücklich. Ich habe eine Stadt gegründet, habt ihr jetzt alle mitbekommen. Ja. Ja, du hast ja auch schon quasi gewonnen. Schnell sie. Ja, Schalt du führst kommen. Mit 4 Punkten. Geil. Aber ich arbeite dran. Aha. Ach, da fand ich aber die Menümusik besser. Bisher ist es nicht sehr stadtlastig, also sehr viel Straße und Wiese.
vermute mal, er wird hier hingehen. Kann ja so schön zeigen. Seht ihr ja nicht. Ja, also der Shadow, der wird wahrscheinlich wirklich seine 2 Wochen 23 Stunden ausnutzen. Ich bin auch gar nicht dran. Nee, ich bin dran. Der Fjalk wird wahrscheinlich seine 2 Wochen 23 Stunden ausnutzen. Entschuldigung, ich dachte, du wärst schon... Nein. Alles gut. Ich bin sehr entspannt. Lalulala, ist nicht bei mir, ausnahmsweise. Nee, das ist bei mir. Ich habe Fenster auf. Boah. Ja, habe ich ja gesagt. Ah, Dominik, dann musst du jetzt wohl auch mal eine Stadt gründen. Mhm. Obwohl zum Gründen, ah doch, gut, ich wüsste, wo man, aber da liegt es ja nicht. Ja, egal. Du machst das schon. Ja, ja, irgendwie. Würde ich mal sagen... Naja, ist vielleicht doof, das wird sehr begrenzt. Dann versuchen wir das doch lieber. Schauen wir mal, ob das was wird. Du bist am Zug. Ja. Ja, also die 2 Punkte da lassen mir natürlich nicht umgehen, entgehen, ne? Ja. Schon mal gut, ist meine Straße auf einer Seite schon mal abgeschlossen. Aber vorrangig geht es natürlich darum, deine Abtei zu umschließen. Man kann sich hier, und das finde ich echt schön, man kann sich hier auch immer anzeigen lassen, wem welche Wiese gehört. Richtig. Da gibt es auch eine andere Ansicht, weil die finde ich allerdings nicht so hilfreich. Diese Kameraansicht, ja, das ist ja einfach nur, weil es sozusagen vielleicht eine etwas realistischere Kamera ist, wenn du es sonst sozusagen spielst, siehst du es ja auch schräg. Nee, ich finde diese Oben-Perspektive eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, manchmal halt diese Herrschaftsverhältnisperspektive. Ja, oder wie auch immer die heißt. Ob ich die jemals beenden kann, die ist jetzt schon größer, als ich es will. Aber ich gehe logischerweise, die anderen Städte wäre Blödsinn. Wie sie immer hüpfen. Sie hüpfen von links nach rechts. So. Wir können hier sowas machen. Das will ich allerdings nicht. Muss ich kurz überlegen. Hätte ich gerne gleich so eine 90-Grad-Kurve. Nimmt Form an.
Ich habe mir überlegt, dass da oben die Stadt, die nimmt Form an. Und ist auch relativ einfach zu beenden im Gegensatz zu meiner. Ja, also meine Stadt, ja, also theoretisch mit ein bisschen Glück ein die richtige Karte und dann ist sie dicht. Ja. Ich will aber kein Männchen hinlegen. Wusste man das immer schon? Nein, du kannst doch einfach Dings drücken, weiter drücken. Du musst kein Männchen legen. Also, ich habe gerade wieder jetzt auf X gedrückt, weil ich dachte, damit sage ich dem, ich will gar nicht. Du bist ja mal ein Arsch. Gibst ihm Punkte. Nein, gar nicht wahr. Da natürlich nicht. Da habe ich auch nichts mit zu tun. Alles der gleiche Trick. Also hier will ich eine 90-Grad-Kurve und hier will ich was, am besten ein Kloster oder so. Ne, muss ja so, wisst, was ich sagen will. Brauchst aber trotzdem nur zwei Karten theoretisch, um die Stadt zu beenden. Also so viel schlimmer ist es nicht geworden. Ja. Ich habe aber mal beim Steffen gebaut. Steffen, das kann ich auch. Oh mein Gott. Halt doch lieb zueinander. Steffen hat angefangen. Also die Karte hätte er echt an mehreren anderen Stellen platzieren können. Ja, aber an keinen guten. Kann ich die Karte haben, Fjalk? Die könnte ich brauchen. Ja, die kann Steffen aber auch sehr gut brauchen, weil damit könnte er eine Seite seiner Stadt wieder dicht machen. Ja. Ja, super. Ja, das ist auch eine schöne Karte. Die kannst du bei Steppen ranlegen. Er freut sich darüber. Oder bei dir. Oder bei mir. Ich meine, man muss seine Stadt nicht fertig machen, ne? Du kannst unsere Stadt auch zusammenwachsen lassen. Ja. Bin ich dagegen? Oh, immer gibt der Bacon die guten Karten. Ja, aber echt. Schreib doch ein Ticket und beschwer dich. Okay. Super viele Möglichkeiten gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt momentan vier Stellen sehe ich, glaube ich, ne? Ja, ich nehme jetzt eine, wo ich jetzt schon mal viele Punkte kriege. Ich weiß nicht, ob ich mich nachher ein bisschen drüber ärgern werde, aber ist halt so. Ach, die Stelle habe ich übersehen. Ja, guck, Steffen, damit kannst du deine Stadt dicht machen, wenn du möchtest. Oder meine Stadt ein Feld dicht machen. Oder bei mir ein Feld dicht machen. Yeah. Fjall gewinnt. Ah, die wollte ich, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig sehe, lass mich kurz überlegen. Willst du deine Straße beenden? Oh, ich wüsste, wo ich die hinpacke. Hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Ich hätte die woanders hingepackt, wo du jetzt schon viel mehr Felder hast. Ja, darum ging es mir nicht. Mit dem Ding habe ich die Wiesen verbunden. Darum ging es mir.
Die würde ich hier hinpacken. Aber wenn ich. Ich weiß, wo du die hinpacken würdest. Das mache ich aber nicht. Könntest aber. Ja, natürlich. Weil ich so ein netter Mensch bin. Mich. Mhm. Die würde ich auch nehmen. Wo kommt man sich? Ach so, da kommt man sich die. Ja, gibt noch genug. Achso, ja. Hast du gerade gemerkt, dass du dran bist? Nee, ich hab gerade, ich musste gerade nochmal gucken, wie meine Wiesen sich aufteilen. Ja, Dominik hat dir da oben eine Wiese geklaut, nur muss man ihm zu sagen, ne? Von Wies. Du Wiesendieb. Was? Wo? Ja, durch dein Kloster. Ach so. Ach nee, gar nicht mal. Nee, die gehört aktuell euch beide. Ja, ja. Aber Dominik wird daran arbeiten, dass er da oben noch die Kurve reinmacht. Und dass was? Er die dann rausholt. Was? Beziehungsweise ich werde das vielleicht sogar zur Not machen, weil ich dann nämlich mein Kloster voll kriege. Ja, wäre ich dafür. Weil ihr bekommt die immer die ganze Zeit, jetzt schon dreimal hintereinander habt ihr die Karte, die ich bräuchte. Ich kriege nie die Karten, die ich bräuchte. Und einmal, aber sonst nie. Die wird auch gehen. Nee, die wird nicht gehen. Nee, die kannst du haben, ja. Das ist, glaube ich, oh, gar nicht so schlecht. Ist auch schön, kannst du deine Stadt wieder ein Feld dicht machen. Ja. Nur ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück ist es dann nur noch eine Karte. Muss jetzt kurz überlegen, will ich da irgendwas? Will ich da mal irgendwas? Ja, ich will mal. Das ist zu unwahrscheinlich, dass das noch hier auf der Visa springen würde. Deswegen so. Würde deine Stadt nicht schwerer machen. Mhm. Oh, ich schau, wie kommt man. Okay. Es gibt zumindest eine, die ich da nutzen könnte. So, das finde ich erstmal gut. Oh, damit hast du eine Stadt dicht. Ja. Also Shadow gewinnt. Nee. Er hat nämlich leider aktuell kaum laufende Projekte. Ach, Projekte. Auch schon Projekte. Projekte, Schmojekte. So, wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte der Karten durch. Steffen, da weißt du, wo du die Karte perfekt hinpacken kannst. Ja. Ja, ich wüsste sogar zwei Stellen. Habe ich gerade auch gedacht, aber dann fiel mir ein, will ich das? Andererseits, wie soll ich das? Machst du die Straße sonst nie fertig? Ja, eben. Ja, komm, schenk dem Peng die Punkte. Ja, es sind zwei. Ich habe aktuell sage und schreibe zwei.
Ja, du kommst hinten raus. Ja, das war ein Plan. Wann endet das Spiel nochmal? Wenn alle Plättchen gelegt sind. Ich weiß nicht, ob alle gelegt werden oder ob es aufhört, wenn... Alle Karten oder alle Figürchen? Nee, alle Karten. Wenn du aber keine Figürchen hast, hast du halt Pech. Ach, das steht nicht. Ja. Also du meinst, warte mal, bei 72 insgesamt lässt sich durch drei teilen, also... Ja. Ja. Also wir haben auch alle gleiche Anzahl an Zügen. Ich war mir nicht so sicher. Ja. Also mit diesem Mal bist du noch 12 Mal dran. Also 72 lässt sich ja auch durch 2, 3 und 4 teilen. Also das haben sie sich wohl schon überlegt. Oh, cool, du kannst meine Stadt dicht machen. Ja, oder meine. Kann ja auch sein lassen. Ja, oder du machst deine eigene Stadt auf. Das ist ja Quatsch. Nee. Du kannst deine Stadt dicht machen. Oder meine. Ja, sag ich doch deine. Ich bin ja nicht dran. Ach so. Ja, aber trotzdem. Guck mal, ich habe meine. Nee, kann ich nicht. Wieso kann ich meine Stadt nicht dicht machen? Pass auf, weil das die Karte ist. Hat ein bisschen gedauert. Ich wüsste, wo du die perfekt hinlegst. Das ist ein Kloster, ne? Ja. Ich wüsste auch, wo ich das Kloster hinlegen würde. Entweder unter. Ich würde es links unter Dominiks Kloster legen. Weil dann hast du, dann fehlen dir nur noch 2 Felder. Ja. Ja. Also, du siehst Dominik. Das ist ja mein Kloster und da führt deine Straße von weg. Und ein Feld links unter der ersten langen Straße. Ja, ja, wir haben alle unterschiedliche Perspektiven. Also bei mir führt die zum Beispiel nach links. Also bei quasi in der Kurve, wo das Männchen vom Dominik liegt. Ja, genau. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Es ist gut für dich und für mich. Na gut, mach ich das einfach mal. Also wenn du die an der Stelle legst, wo ich denke, dann hast du jetzt schon Kloster mit 7. 6. Was schon ziemlich gut ist. Ne, 7. Ah, 6, ja, stimmt, es gibt ja nur 8. Ja. Schade, die passt da nicht. Könnte ich meine Stadt mal zumachen? Kann ich auch sein lassen. Du könntest die überhalb deines Klosters mit anlegen. Du könntest deine Stadt damit zumachen. Oder du machst die Stadt, ja, oder du machst deine Stadt hinten dicht. Ja, ich überlege gerade, was sinnvoller ist. Deine Stadt dicht machen bringt 2 Punkte. Über deines Kloster, über deinem Kloster bringt 1 Punkt. So, warte mal, den bekomme ich zurück. Und dann könnte man hier eventuell. Yay, Punkte. Du könntest meine Stadt verlängern. Kannst auch einfach eine neue anfangen. Ja, mache ich auch. Das ist jetzt doof. Nö. Ich habe halt keine Lust, dass du mich da von der Wiese runterschmeißt, Dominik. Ja, deswegen sage ich ja, ist doof. Das war ja auch schon der Grund, warum ich da oben dir vorhin schon die Karte reingebracht hatte. Da hätte ich gebraucht. Die Karte hätte ich gebraucht. Ja. Aber Steffen legt dir nicht da oben hin. Ja, da ist gut. Schön, jetzt will der Steffen sich da noch mit auf die Wiese legen und alle anderen verdrängen. Ey, das geht ja mal gar nicht. Ich hab da schon ein Kloster, das ist meine Wiese. Ja, eventuell.
Kann ich die haben? Kann ich die Karte? Ich brauche die. Die möchte ich auch gerne haben. Ich habe zuerst gefragt. Oder leg die doch einfach hier in die Mitte, wo das Loch ist. Das wäre gut für uns alle. Und du meinst dahin? Für mich nicht. Ja, genau dahin. Ach, für Dominik war das nicht gut. Ja, das habe ich nicht. Ich habe Steffen geglaubt, dass es gut für alle ist. Musste ich bei Steffen bedanken. Ich habe Punkte bekommen. Ich fand das sehr gut. Ich kann die Farben aber so schlecht zuordnen. Ist das jetzt... Jetzt soll ich wieder am Kloster. Für alles nur nicht, alle nur nicht für mich, ne? Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Kloster machen soll. Du kannst es neben dein anderes Kloster setzen. Ja, würde ich auch machen. Wahrscheinlich wird das letzte Feld vom Kloster nicht voll, aber obwohl, könnte auch sogar sein, dass das noch voll wird. Aber das ist das Beste, setz es direkt neben dein anderes Kloster. Macht das Sinn, dann noch ein Männchen draufzusetzen? Ja, ja. Ja, kriegst du halt erst zum Spielende wieder. Oh, nee, du kriegst sogar ein Männchen aus deinem Kloster zurück. Ja, weil ja, das also eine umschlossen auf jeden ist. Fall. Ja. Was mache ich denn mit dem Schrott jetzt? Ich hätte eine Idee. Aber verrate ich dir nicht. Macht nicht so viel Sinn. Hier glaube ich auch nicht. Ja, scheiße. Hä? Der hat das Männchen nicht gesetzt. Obwohl ich gesagt habe, in die Stadt. Kann ich dir nicht sagen. Achso, da warte mal, das ist jetzt. Ich brauche. Gibt es noch überhaupt eine dafür? Ja, die hier. Würde mir helfen. Ansonsten wird es schon sehr knapp. Gibt, glaube ich, genau eine, die mir noch für meinen wichtigen Plan hilft. Yay, eine Ministadt. Oh. Was hab ich denn damit? Jetzt brauche ich keine Kurven mehr. Die hätte ich gebraucht. Nee. Nee. Dann habe ich mich da eben verschaut. Die hier brauche ich. Ja, genau. Wahnsinnig, nein. Psst. Aber die hätte ich auch genommen für hier. Was alles nicht wirklich Sinn, muss ich nur rauskriegen, was am meisten keinen Sinn macht. Oder am wenigsten. Ich spiele die nächste Runde mit der Flugzeugerweiterung hier drin. Oh ja. So. Aber du, damit kannst du nicht unter Brücken durchfliegen. Jeden Morgen ganz laut Musik an, damit alle in Dornigstadt wach werden. Um 5. Muss ich mal kurz schauen. Die Karte könnte ich gut gebrauchen. Ja, ich glaube, die kann ich auch brauchen. Ich glaube, die kann ich so brauchen.
Würde ich da noch was hinsetzen? Da wird schon angezeigt, da wird nie was hinpassen. Das ist auch sehr hilfreich. Würde ich da noch... Schon wieder ein Kloster. Und ich meine, das ist nicht meins. Nee. Und es kann sich auch nicht in die Kloster... ins Klosterviertel mehr legen. Ja, ich guck gerade mal, wo ich denn da am meisten für krieg. Ja, wahrscheinlich hier. Oh, ja. Hier. Was anderes Sinnvolles sehe ich da kaum. Oder so. Also das war jetzt die beste Möglichkeit, die ich gesehen habe. Ja, könnte schlechter sein. Geil, das haben wir. Warum kann ich aber gar nichts anfangen? Du könntest eine Stadt aufmachen. Ja. Aber. Nee. Ich würde sie hier hinlegen. Aus Interesse, wird bei euch auch das eine Feld schon mit dem roten X angezeigt? Ja. Okay. Natürlich jetzt unpraktisch für mich. Ich sehe kein sinnvolles Dings, wo ich das anlegen möchte. Hast auch schon genug Punkte. Man kann nie genug Punkte haben, weißt du das denn nicht? Also den hätte ich da aber eher in die Stadt gelegt. Das wird. Bei der Stadt kriegt er Punkte, auf der Wiese kriegt er ja nur Punkte für vollständige Städte. Ja, ich habe dieses Spiel nie verstanden. Ich mache ja einfach nach Gefühl. Und bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Deswegen weigere ich mich auch, die Regeln von dieses Kartenspiel noch, Poker, zu lernen. Weil jedes Mal, wenn ich gezwungen werde, das damit zu spielen, gewinne ich, ohne zu wissen, warum. Sie ist immer noch da. Die hier brauche ich, die hier. Da wüsste ich einen Platz für. Oh, der Pferd ist ja der Wiesenbesitzer. Das habe ich ja ganz übersehen. Das ist ja jetzt unpraktisch. Was hast du ganz übersehen? Dass der Pferd jetzt alleiniger Besitzer der Wiese ist. Finde ich jetzt aber nicht gut. Ja, finde ich auch nicht gut. Ja, die hilft mir mal so nicht weiter. Das hier würde dem Fjalk helfen und mir helfen. Aber das würde auch dem Bacon helfen, deswegen mache ich das nicht. Es sieht ganz stark danach aus, als würde Fjalk die Runde gewinnen. Ja, glaube ich auch. Das sagt ihr doch jetzt nur so.
Hab doch schon die Wiese nicht mehr beenden gemacht, womit du meine ganzen Punkte wegnehmen die Straße nicht. Ich frage mich gerade, wie hast du dir eigentlich, Steffen, wie hast du dir gerade die Wiese endgültig geholt? Ich habe keine Ahnung. Ich liege hier noch Plätzchen. Ach nein, ja, ich war's. Ich war's. Ja, ich seh's. Oh verdammt, ich habe ja den Kardinal. Das habe ich ja wieder vergessen, dass es verschiedene gibt. Den Kardinal kannst du nur eigentlich, glaube ich, auf Kloster packen, oder? Ja, und das habe ich versemmelt. Ich habe den gerade auf dieses Gartendings da gesetzt, aber ich weiß nicht, ob das gut war. Wenn es geht, dann bringt es vielleicht auch Punkte, aber was soll das denn? Aber das war auch mein letztes Männchen, von daher, keine Ahnung. Mein Problem ist halt, ja, ich komme mittlerweile, wir haben alle nicht mehr so viel Männchen. Ja, ich habe gar keins. Ja. Okay, also ich glaube, da war eine Vorschau, die sagte, ich könnte dafür Punkte kriegen. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier mache, deswegen... Ich wüsste, das ist Bacons Kloster. Da würde ich es nicht hinlegen. Also nicht die Straßen bei Bacons Kloster verlängern. Nee, da bin ich auch gar nicht, glaube ich. Obwohl, doch. Der hat so viele. meinst du, dass neben... Ich meine, dass neben deiner Hantelstadt, die so aussieht wie eine Hantel, daneben hat er ein Kloster und da führen zwei Straßen nebenher. Meinst du die schon teilweise abgeschlossen ist oder die noch ganz unfertig ist? Die noch ganz unfertig. Beides. Okay. Er hat ja an beiden Seiten vom Kloster wegführend Straßen. Aber da halt nicht, such dir was anderes aus. Du kannst ja doch deine Straße hier verlängern. Warum gebe ich an? Bin mal. Weil ich überhaupt nicht weiß, was ich hier tue. Ja, das ist immer. Ich weiß nicht, was ich tue. Ach, ich habe gewonnen. So ist das immer mit dir. Ja, Spiele, die ich nicht kapiere, gewinne ich immer. Das ist meine Superkraft. Deswegen merke ich mir auch nie Spielregeln. Ich weiß doch nicht, keine Ahnung. Aber der Bacon, der lauert ja auch noch an zwei Stellen auf die Wiese. Ja, aber eigentlich kann ich... An zwei Stellen lauere ich auf die Wiese? Nee. Du hast noch zwei Männchen, die du auf der Wiese liegen, die du eventuell noch versucht wirst. Ja, das brauche ich jetzt mal gar nicht. Was soll ich denn mit dem Rotz? Aber guck mal, da oben, da könntest du... Ah, nee, die. Oder? Doch. Nee, zwei meiner Leute liegen auf der Wiese, die Steffen gehört, und da habe ich einen Typen, der alleine liegt. Mal gucken, kann ich da... Da kann ich nicht mehr rein. Ist das schon finales Bestätigen? Ja, es ist scheiße. Meine Karte ist immer noch da, die ich brauche. Dann gehört aber Steffen immer noch die Wiese. Du hast erst eine Figur auf der Wiese. Warum sage ich dir das eigentlich? Muss man eben kurz gucken. Okay, ja. Da. Ein, zwei... liegen und ich habe 1, 2 wäre die dritte, wenn ich mich nicht verrechne. Das ist nicht die ich brauche. Dann leg die doch einfach mal an meine Straße ran. Ich glaube nicht. Oh. Interessant.
Ja, ich glaube, der Typ, der will saufen in den Weingärten, der Kardinal. Das wäre ein Blumenbeet. Aber auch da kann man natürlich saufen. Wenn Das ist zum Beispiel die Karte, die Dominik braucht. will. Das ist die einzige, die mir noch geholfen hätte. Falk, du bist doch ein ganz netter Mensch. Du willst doch nicht haushoch gewinnen. Was? Wo ist deine Karte eben auch nicht an meiner Straße liegen? Nee, die willst du da oben, diesen Schandfleck, diese leere Stelle in der Mitte, die willst du damit füllen. Wozu? Damit du in Aber die einem Stadt wird schönen doch halt Land nicht lebst? fertig. Guck mal, die bleibt dann da unten, ist das rote X-Dings da. Das ist doch wieder verschwindet. Geh mal da hin. Ja, wäre die einzige, die mir super geholfen hätte. Dann machen wir hiermit mal. Ja, was machen wir damit mal? Da besser nicht. Eventuell kommt dann hier noch ein Blödsinn, der dann hier. Nee. Wem kann ich denn hier am besten was versauen? Aber warum wird mir das hier angezeigt, dass hier so ein Typ im Garten steht? Hat das Vorteile, wenn man Felder neben einem Kardinal im Blumenbeet hat? Anscheinend. Aber Weiß ich nicht. krieg auf jeden Fall für meinen im Blumenbeet kriege ich Punkte. Und jeder ist noch zweimal dran. Ja, und hier passt jetzt nichts mehr hin. Sieht man schon sehr gut. Mit Glück kann ich hier noch beenden oder hier. Juhu. Glückwunsch. Ich bin am Zug. Toll. Der Bacon wollte mich ja auch noch überholen. Der hat nämlich hier Wiesen für sich alleine. Der hier ist komplett sinnlos geworden. Ja. Warum bin ich eigentlich als Letzter dran? Ich war doch auch als Erster dran. Wieso habe ich eine Plättchen mehr? Das kommt auch bei 72 gar nicht hin. Nee, irgendwas kommt da nicht ganz hin. Oder ist es danach noch? Nee, es kommt auch nicht hin. Sind das vielleicht einfach die Dinger, die noch in der Box? Ich weiß es nicht. Ach. Ja, Mathe ist auch nicht so unsere Stärke. Ach so, habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann. Ah, du kriegst im Kloster 3 Punkte für jeden angrenzenden Weinberg. Aha. Wenn du das während des Spiels fertigstellst, sonst nur 1 Punkt für jede angrenzende Karte.
Ja, dann ist, glaube ich, das Einzige, was ich hier noch machen kann, ist dann das. Die Straße, auf der du stehst, wahrscheinlich verlängern, Ja. richtig? Ne, ich bin auch noch dran. Nur Steffen ist nicht dran. Vermute ich. Ihr könnt ja noch mal jetzt, wenn ihr euch mit uns wundert, schaut bitte noch mal das gesamte Spiel durch und sagt uns bitte, wo die Rechnung nicht aufgeht. So, ja. Ich habe keine Wiese, aber die beiden haben Wiesen. Hey. Schön. Ja, der Fjalk. Ja, gratuliere, Steffen. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, Bacon. Das wird ja nicht mehr gezeigt. Wer von uns Wir beiden waren hatte mehr? punktgleich. Ah, jetzt sieht man es, glaube ich, wahrscheinlich nochmal gleich. Ja, das ist doch schön. Dann gibt es keinen letzten Platz. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns dann wieder. Tschüss.